Hi, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich wurde getaggt von der lieben Mami und mehr und meine Aufgabe ist es, 10 Fakten über mich preiszugeben. Da ich dieses Format so gerne mag, freue ich mich halt besonders doll, das hiermit starten zu können. Und ich würde sagen, ich lege auch gleich los und starte jetzt hier nicht lang. Fakt Nummer 1, ich komme aus einer großen Familie und bin das zweite Geschwisterkind von 6 Kindern. Also ich habe 5 Geschwister, um es mal abzukürzen. Fakt Nummer 2, ich muss an allem riechen, egal was es ist. Also das kann Papier sein, das kann hier so eine Tasse sein. Also gerade wenn man mich einkaufen sieht, ich bin öfter dann so am Schnüffeln. Ich merke das meistens gar nicht und werde dann darauf aufmerksam gemacht, wenn ich jemanden noch bei mir habe. Das ist eine gute Überleitung zum Fakt Nummer 3. Ich bin ein absoluter Duftjunkie. Ich liebe Düfte. Und am allerliebsten mag ich Düfte, die so ein bisschen blumig und frisch sind. Ja, auch so zitrisch an manchen Stellen. Und ja, das mag ich gerne. Fakt Nummer 4. Mir ist es total wichtig, über Gefühle zu sprechen. Und dass man eben aus so bestimmte Sachverhalte, die sehr menschlich sind, dass man da nicht ein Tabu draus macht. Und also jeder, der einen engeren Kontakt zu mir hat, der wird nicht drum herum kommen, ja, ganz offen über Gefühle zu sprechen. Also einfach tiefgründige Gespräche zu führen. Ja, das ist mir wichtig. Fakt Nummer 5. Ich kann gut zeichnen, aber nicht nur das, sondern ich kann sehr gut schnell zeichnen. Und zeig euch das jetzt gerne mal. Fakt Nummer 6. Ich habe eine große Sammlung an Babypuppen da. Ich war immer schon eine gute Puppenmami. Und ich habe auf jeden Fall vor, also jetzt gerade sammle ich nicht weiter, ich habe aber vor, in der Zukunft, wenn die Kinder vielleicht aus dem Haus sind, so ein Puppenzimmer zu gestalten mit einer Puppenstube und mit Puppenbetten und ja, allem Möglichen. Das ist schon so eine Idee für später. Fakt Nummer 7. Mir wächst an dieser Stelle hier irgendwo, oder? Ich glaube, hier ist es. Ja, hier wächst mir ein Barthaar und ich muss mir das immer wieder regelmäßig rausreißen. Ich mache das nicht mit den Händen, weil das geht nicht so gut, sondern ich hole mir da eine Pinzette dazu und dann ist es weg. Ja. Fakt Nummer 8. Schokolade unbedingt, aber keine Zartbitterschokolade. Also das ist mir zu herb. Und was ich so ganz und gar nicht mag, ist die Kombination aus Zartbitterschokolade und Minzzeug. Also so After Eight, das ist nicht so meine Sache. Oder Alkohol in Schokolade. Das mag ich auch nicht. Also diese Ferrero-Küsschen. Nee, bloß nicht. Kommen wir zum nächsten Fakt. Mein Lieblingsgetränk ist Sprudelwasser. Am liebsten Medium. Ich mag es aber auch mit mehr Sprudel. Was ich nicht so gerne mag und nur so in der Not trinke, ist Leitungswasser. Jawohl, oder stilles Wasser. Fakt Nummer 10. Wenn ich mich ganz unbeobachtet fühle, dann höre ich auch gerne ganz heimlich Ich habe eine ganz große Herbert-Grönemeyer-Sammlung da und am allerliebsten höre ich die alten Lieder von ihm. Und warum das Ganze? Es erinnert mich an meine Kindheit. Wir haben damals viel Herbert-Grönemeyer im Auto gehört. Wenn wir Ausflüge hatten, dann lief Herbert-Grönemeyer. Ich habe mir ja auf Herbert-Grönemeyer-Musik den Sternenhimmel angeguckt und so weiter. Und ja, ich fühle mich dann zurückversetzt und ich, ja, mich kann Herbert-Grönemeyer sehr gut erden. Wenn es mir nicht gut geht, geht es mir dann spätestens wieder besser. Und ich bin motiviert aufzuräumen, komischerweise, wenn Herbert Grönemeyer im Hintergrund läuft. Aber wie gesagt, das mache ich immer nur heimlich. Ja, und das war es an der Stelle auch schon. Jetzt wisst ihr ein bisschen mehr über mich. Wenn ihr weitere Fragen habt, dann könnt ihr sie mir gerne hier unten in die Infobox stellen. Ich beantworte sie euch. Und ansonsten ist jetzt meine Aufgabe, die nächste Kandidatin oder den nächsten Kandidaten zu nominieren. Und ich habe mir da so ein bisschen Gedanken darüber gemacht. Ich möchte gerne wissen, liebe Jessica, wenn du Lust drauf hast, freue ich mich sehr. Was sind deine 10 Fakten über dich, die du uns gerne mitteilen möchtest? Ja, auch jeder andere ist natürlich herzlich dazu eingeladen, ein Facts About Me Video zu drehen. Ich liebe dieses Format. Wenn ich es nicht schon extra mal irgendwann erwähnt habe, dann habe ich es an dieser Stelle auf jeden Fall erwähnt. Und ansonsten ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst es mich gerne mit eurem Feedback wissen. Abonniert auch gerne meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt und noch mehr von mir sehen wollt. Und ansonsten wünsche ich euch alles, alles Liebe und sage Tschüss. Boah, ich habe immer an der Stelle total Schwierigkeiten. Muss ich mal sagen. Ups, mein Nachbar. Ich habe mich gerade beobachtet. Und da ich dieses Format... Mann. Abonniert meinen Kanal... Mann, aber warum ist es so schwer?